So, herzlich will. Oh, willkommen zurück zu Far Cry 4. Lappen. Ja, gut, jetzt ist eine Mission verfügbar. Leck mich doch. Na egal, wir machen mal da drüben diesen Außenposten da. Der ist mir gerade so ins Auge gesprungen. Also wortwörtlich, ich habe Augenschmerzen gehabt. Oder ich hab's immer noch. Ist mir wortwörtlich ins Auge gesprungen. Den werden wir mal machen. Und dann mal schauen. Ich habe gerade mir mal so überlegt wegen Gameplay und so weiter. Ich bin ganz ehrlich, ich werde ab jetzt das so machen. Wenn ich Lust habe zum Aufnehmen, mache ich's. Habe ich keine Lust, werde ich auch nicht aufnehmen, weil ganz einfach die Qualität des Gameplays leidet erheblich. Das will ich nicht. Ich will, wenn Gameplay, dann auch richtiges Gameplay und Moderation auch darunter. Aber wenn man einfach nur so, ja und hier und so und dann sage ich mir, ja komm, lass den Scheiß, brauchst du nicht. Ohne richtige Festung diesmal. Ich platsch mal einfach so rein. Ach nee, das waren die Drogenfelder, oder? Das war das Drogenfeld, ja, das war das Drogenfeld. Das ist ja doch ein bisschen weiter weg, als ich jetzt dachte. Schweinchen. Ja gut, dass hier Auto steht. Nachdem ich die Kiste geplündert habe. Blechlandspox. Geldbeutel fast voll. 5.500 Rupien. Keine Ahnung, wie viel das umgerechnet ist. In Euro. Müsste ich aber mal gucken. Ach ja, Leute, es ist Freitag und ich hab. Wölfe. Mal wieder was trinke. Ich freue mich gleich auf ein Spiel, was ich nach der Aufnahme spielen möchte. Und zwar I Am Brad. Ist Early Access, also noch nicht wirklich so weit entwickelt, aber ich habe es auf YouPorn, wollte ich schon sagen, auf YouTube gesehen und habe mir direkt gedacht, ey, das Spiel, das wird, macht bestimmt so Spaß. Und für 8 Euro kann man sich das Ding gut gönnen. Mal sehen, ob ich es empfehlen kann. Geisel. So. Ein Schuss. Drecksack. Denkst du, ich sehe dich nicht? Wo ist er hin? Ach, da ist er. Hast du befreit, Junge? Gut. Antibabypille, okay. Geldbeutel fast voll. 140 Meter, da laufen wir jetzt hin. Was ist das denn? Stinkt hier. Auch nicht schlecht. So, nachladen. 130 Muni. Dürfte reiche. So, normalerweise soll man ja Angriffe planen, aber ich gehe jetzt mal einfach so mal rein. Ich habe gelesen, ein Alarm haben wir. Der sitzt dahinne. Machen das kaputt. Die 7 Schätze. Ort entdeckt. So, solange ich kein Tier höre, ist alles in Ordnung. Denn Tiere machen oft einen Plan kaputt. So, da haben wir ein rotes Fahrzeug. Kommen wir da jetzt unbeschadet rein? Eher nicht so, ne?
Wenn ich den Alarm einfach so ausschalten könnte. Vielleicht von der anderen Seite. Auch hier ein kleiner Tipp an meine Freundin. Ich hoffe, du guckst doch das Gameplay. Planen. Einfach mal so ums Lager rum und mal gucke. Da war doch gerade kein Bär, oder? Nee. Ach nee, das stinkt hier. Gut. Ich muss den Alarm irgendwie auskriegen. Ich hoffe, das Drecksvieh kommt nicht her. So, jetzt beginnt die Action. Immer die Position wechseln. Jäger? Alter! Hä, wieso brenne ich jetzt? Was ein Bug? Der Jäger gehört zu denen. Ich denke, das ist eine eigene Reihe. Wunderbar. Ich glaube, das ist auch die letzte Folge jetzt. Hä? Ich habe da was. Ich habe da irgendwie ein Tiergeräusch gehört, was mir nicht gefallen hat. Ach, schau mal. Hey! Nigger! Wenn ich Nigger sage, ist das nicht böse gemeint, ne? Oder mit dem Poster. Propaganda! Oh, Medikits. Oh, was zu lesen, geil. Der Befehl ist unmissverständlich. Sammeln und verbrennen. Alles, was wertvoll erscheint, wird verpackt und nach Yalindu geschickt. Trucks werden kommen, um die Sachen abzuholen. Sammeln und verbrennen sie alle anderen religiösen Utensilien. Senden Sie den Einheimischen eine Botschaft. Die Schule der sieben Schätze ist Geschichte. Das ist die letzte Lektion, die es hier zu lernen gibt. Ja. Glockenturm. Da ist ein Glockenturm. Oh ne, da oben. Dann fahren wir da mal hin. Hey! Ah! Ja, ist ja. Alter! Granate? Gut, das Auto können wir vergessen. Aber zum Glück steht auch noch eins. Also war geplant natürlich. Als ob ich mein Auto aufgeben würde, wenn da kein anderes steht. Ups! Ich dachte, das ist ein Gegner, hoppla. Gott, dieses Radio. Ja, was die labern immer. Das ist wie in der Werbung. Da ist hier so ein Dingensen. Ach so.
Oh. Da oben muss ich irgendwo hin. Da. Das sind noch mehr von denen. Ups. War ich das? Ach, ich hab's vermisst. Ich erleuchte dein Arsch gleich. Oh, was haben wir denn da Schönes? Nein! Musste ja kommen. Ach komm, ey, steh nicht so an. So, ein bisschen Muni erstmal eingesackt und Zettel lesen. RA-Memo. Korporal, unser Späher berichten von zunehmenden Aktivitäten des Goldenen Pfades in der Region. Also stellen Sie sich meine Überraschung vor. Turm. Vorbei kam vollkommen. Eine Drohne einfach so. Ist doch langweilig. Schwert mit dem Geld schon fertig. Ah, schaltet den Shit da oben ab. Ach, Sicherheit von Kyrat macht alles kaputt. Also, alle Befehle, also wenn die sagen, ich soll meinen runterholen, dann hole ich meinen runter, oder was? So, dann geht's da hoch. Dann gehen wir hier und dann klettern wir da hoch. Und sind wir oben. Nee. Aber jetzt hier, jetzt sind wir oben. Drehen wir um und da ist der Radio. Ne, da ist der Radio nicht. Wo ist der scheiße Radio? Da gehen wir nochmal hoch. Hier haben wir das scheiße Radio. Oh, Schnee. Yeah. Oh, halt das Maul! Meine Fresse. Das nervt ja richtig. Autowerkstatt. Verlassener Weiher. Da war aber jemand. Haus der Familie Ray. Ray. So. Kostenlos am Handel. Haben wir hier oben noch irgendwo was? Was haben wir da? Oh, Papier. Da sind Wölfe, da will ich nicht so unbedingt hin. Aber ich will da runter. Wir rennen mal da runter zur Autowerkstatt. Ich glaube, da mache ich auch eine Aufnahmepause. Ich habe keine Lust mehr. Oh, fuck. Ha, die sind mir echt hinterher gerannt. Ha, Loser. Autowerkstatt. LKW. Was soll ich mit dem machen? Ich habe das Gefühl, dass, ja. Gut gemacht. Jetzt müssen wir nur noch diesen Truck abliefern. Ich markiere den Übergabepunkt auf deiner Karte. Super. Was ist das denn bitte für Musik, Alter? Es ist ja voll 2007. Noch schlimmer. Weiter, viel weiter. 1800. Da. Wir liefern den Truck ab.
Och komm ey. Das war ein kleiner Rempler nur. Du fährst einen fetten Truck. Mal sehen, was wir geschmuggelt haben. Würde mich mal interessieren jetzt. Boden ist erhalten. Munition aufgefüllt. So, wir gehen mal da rein. Ja, das ist nicht so geil, ne? So. Ah, 3600 Rupien. Ich hörte, du hast uns einen Truck voller Vorräte gebracht. Ja. Gut gemacht, Bruder, sehr gut. Wir verteilen sie an die Bedürftigen. Echt, jetzt ist ja von da nach hier mit dem Wingsuit geflogen? Pfeife. Ich dachte schon, ich kann da Mast hochklettern. Aber gut. Gut, ich mache mal eine Aufnahmepause, weil...